Auch wenn der Mensch ganz ohne Frage der Spitzenprädator unserer Zeit ist, sind Unfälle oder Überfälle von Raubtieren keine Seltenheit. Aggressive Schlangen, Krokodile und Raubkatzen sind immer noch eine Gefahr für den Mensch, wann auch immer er ihnen begegnet. Dazu kommt, dass viele der wilden Tiere aufgrund des raschen Vordringens der Menschen immer mehr in Kontakt mit der menschlichen Zivilisation kommen. Da ist es eigentlich wenig erstaunlich, wenn man bei dem einen oder anderen Tier Relikte von diesem Kontakt untereinander findet. Was man aber mitunter in den Mägen von einigen Tieren gefunden hat, die man nach ihrem Tod untersucht hat, wird selbst erfahrene Tierfreunde mit Sicherheit überraschen. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und unglaubliche Entdeckungen? Dann zeig es uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Krokodilmumifizierung. Im ersten Beispiel geht es weniger darum, was man in den Tieren selbst gefunden hat, als wie man sie gefunden hat. Es ist schon lange bekannt, dass die Ägypter sich nicht einfach nur darauf beschränkten, ihre Könige, Adligen und Beamten mit Mumien in die Gräber zu schicken. Auch Tiere jeder Art waren beliebte Beigaben für die Gräber, die mitunter mit der gleichen Sorgfalt behandelt wurden, wie es bei den Menschen der Fall war. Teilweise mussten sie nur für diese Ereignisse sterben. Während Löwen und Katzen beinahe eine Normalität waren, sind Forscher mit Erstaunen darüber gestolpert, dass sie in einem Grab darüber hinaus die mumifizierten Überreste von einigen Krokodilen gefunden haben. Die Krokodile bargen aber ein weiteres Geheimnis. Nachdem man bei einem Fund über die schiere Zahl der mumifizierten Krokodile überrascht war, soll einer der Arbeiter eine der Mumien einfach weggeworfen haben. Erst beim zweiten Blick offenbarte sich, dass man die Tiere vorher im Magen mit interessanten weiteren Funden ausgestattet hatte. So fanden sich in den Mägen diverser Krokodilmumien Schriftrollen aus der Zeit des antiken Ägyptens, die man nach und nach zu erkunden begann. Offenbar dienten die Tiere als eine Art weiteres Behältnis, und auch wenn es eine ganze Weile brauchte, ehe man die Informationen übersetzt hatte, konnte man zuletzt viele interessante Informationen aus den Dokumenten gewinnen. Daher werden Funde von mumifizierten Krokodilen bei heutigen Ausgrabungen immer noch als eine Besonderheit angesehen. Vielleicht verraten sie ja mehr über die Zeit des Ägyptischen Reiches, als man dachte. Alligator. Die Everglades in Florida in den USA gehören zu den beeindruckendsten Naturschauspielen, die die USA zu bieten haben, und sind jedes Jahr ein Anziehungspunkt für hunderttausende Touristen, die sich diesen Anblick einmal selbst ansehen wollen. Besonders bekannt ist die wilde Region natürlich unter anderem für ihre Alligatoren. Darum ist es auch besonders empfehlenswert, sich nicht auf eigene Faust in die Sümpfe zu begeben und so dem Schicksal vieler Einwohner im Jahr zu folgen, einfach dort zu verschwinden. Es ist nämlich so, dass viele wilde Tiere hier in einer unberührten Ruhe ihrem Leben nachgehen können und somit der Mensch nicht unbedingt als die Bedrohung wahrgenommen wird, die er in anderen Teilen der Natur und der Welt ist. So lässt sich auch das eine oder andere Schauspiel beobachten, das man mit einem Eingriff der Menschen in dieser Form wohl nicht sehen würde. Der Kampf einer Megapython gegen einen Alligator scheint erst einmal der Stoff aus Albträumen zu sein, ist in dieser Form, wenn man auf einige Bilder schaut, aber anscheinend genauso passiert. Die Python muss die Beute an Land angegriffen und nach einer typischen Manier in einem Stück verschluckt haben. Generell ist das für die Riesenschlange kein Problem, sie kann sich ein gutes Stück ausdehnen. Nur scheint sie sich in diesem Moment übernommen zu haben. Wie das Foto, das viral ging, zeigte, scheint der tote Alligator den Magen der Python zum Platzen gebracht zu haben. Beide Tiere starben also am Ende. Auch wenn es andere Theorien gibt, wonach ein zweiter Alligator die Schlange im entscheidenden Moment angriff, war der Fund eines ganzen Alligators im Magen einer Schlange selbst für erfahrene Betrachter des Everglades ein beeindruckender Fund. Frau in Python. Weiterer Stoff, den man eigentlich aus Horrorfilmen kennt. Man sollte sich vor Augen halten, dass Pythons nicht nur eine Bedrohung für große Tiere sind. Die Schlangen können riesige Formen annehmen und auch wenn sie selten dazu neigen, Menschen anzugreifen, kann das durchaus passieren. Ein überaus tragisches Beispiel ist jenes einer Frau aus Indonesien, die anscheinend komplett von einer Schlange gefressen wurde, nachdem sie dem Angriff der Schlange unterlag. Das Tier, das mit einer Länge von rund 8 Metern selbst für Pythons beeindruckende Ausmaße annahm, scheint die 54 Jahre alte Frau in ihrem Garten angegriffen, getötet und im Anschluss verspeist zu haben.
Nachdem sich die ganze Familie auf die Suche nach der verschwundenen Hausfrau machte, stieß man auf eine Python, die sich kaum noch bewegen konnte. Die Polizei wurde gerufen, die Schlange gefangen und schließlich aufgeschnitten. Schon kurz darauf erschien die kaum verdaute Leiche der Frau, die anscheinend komplett von der Schlange gefressen worden war. Solche Fälle sind natürlich die Seltenheit und eigentlich kämen Pythons selten auf die Idee, einen Menschen von dieser Größe anzugreifen. In diesem Fall war es aber ein Angriff außerhalb der Norm und der Fund hat die gesamte Familie in Trauer gestürzt. Heizdecke in einer Python. Dass die Riesenschlangen nicht sonderlich wählerisch bei ihrer Suche nach Beute sind und darüber hinaus wohl auch nicht ziemlich intelligent, zeigt ein Beispiel aus den USA. So gefährlich Pythons auch sind, sie gehören zu den begehrtesten Haustieren für jene, die sich für Schlangen interessieren. In der richtigen Umgebung geben sie ein beeindruckendes Haustier ab und müssen nur auf die richtige Weise mit Nahrung versorgt werden. Das klappt allerdings nicht, wenn sich das Abendessen aus Hasen mit der Wohnungseinrichtung vermischt und die Schlange plötzlich die Einrichtung aus dem Schlafzimmer im Magen hat. Bei einer Untersuchung der Schlange wurde schließlich festgestellt, dass sie neben ihrem Dinner auch noch die Heizdecke des Besitzers verschluckt hat, inklusive sämtlicher Kabel und Kontrolleinheiten. Schnell machte sich eine Vielzahl von Experten daran, diesen ungewöhnlichen Eingriff an der Schlange durchzuführen, die sie von dem Objekt in ihrem Magen befreien konnte. Nach mehreren Stunden Operation gelang es schließlich, die Heizdecke zu entfernen und die Schlange auf diese Weise zu retten. Der Besitzer war sich nicht sicher, wie das passieren konnte, war aber froh über die Rettung seines Tieres, die weiterhin als beliebter Gast an diversen Schulen genutzt wird und hoffentlich noch ein langes Leben vor sich hat. Schildkröte mit Münzen im Magen. Nicht nur Schlangen neigen dazu, einfach alles zu essen, was ihnen in den Weg kommt. Auch Schildkröten sind nicht unbedingt wählerisch, wenn es darum geht, was ihnen auf dem Weg zu einem vollen Magen begegnet. Der Grund für dieses Unglück lag aber nicht alleine im Verhalten der Schildkröte, sondern vor allem an einem Brauch, der im fernen Thailand so üblich ist wie in Westeuropa. Münzen in einen Wunschbrunnen zu werfen und auf Glück zu hoffen, ist an den verschiedensten Orten der Welt beliebt. In Rom gibt es beispielsweise den Trevi-Brunnen, der jedes Jahr von Millionen von Menschen mit Münzen gefüllt wird. In diesem Brunnen schwimmen aber auch keine alten Meeresschildkröten herum, die die Münzen für Futter halten könnten, anders als es bei einem Brunnen in Thailand der Fall gewesen ist. Nachdem die 25 Jahre alte Meeresschildkröte Bank aus einem riesigen Brunnen in Thailand offensichtliche Anzeichen einer Krankheit zeigte, wurde sie von Ärzten untersucht, die schließlich eine Vielzahl an Münzen in ihrem Magen feststellten. Nachdem die Röntgenaufnahmen keine konkrete Zahl von Münzen zeigten, sahen sich die Tierärzte zu einer Operation gezwungen. Dabei kamen nicht weniger als 900 Münzen zum Vorschein, die die Schildkröte anscheinend im Laufe ihres Lebens zu sich genommen hat. Einige der Münzen müssen schon seit sehr vielen Jahren im Magen der Schildkröte gewesen sein. Nachdem man sich am Anfang sicher war, dass die Operation erfolgreich verlaufen ist, starb die Schildkröte leider am Ende doch noch an einer Blutvergiftung. Seitdem werden aber zum Glück keine weiteren Schildkröten in dem beliebten Brunnen in Thailand gehalten. Ein Frosch hat 30 Steine gefressen. Manchmal sind es nicht die Menschen, die solche merkwürdigen Funde in den Mägen von Tieren zu verschulden haben. Es lässt sich nicht immer erklären, aber manch ein Tier scheint eine ganz eigene Form der Definition von Futter zu haben. So auch bei einem Frosch mit dem Namen Kermit, der in den USA mit Beschwerden in das Krankenhaus geliefert wurde. Der aufgeblähte Magen gab bereits einen Hinweis auf ein Problem mit dem Futter, aber so richtig war niemand darauf vorbereitet, was die Röntgenaufnahmen zutage bringen würden. Anscheinend hatte das Tier 30 Steine verschlungen, die nun buchstäblich schwer im Magen lagen und das Leben für das Tier schwer machten. In einer erfolgreichen Operation konnten die Steine schließlich entfernt werden und das Krankenhaus gewann nicht nur einen Preis mit dem Fund, auch das Tier selbst hat danach noch einige Jahre glücklich leben können. Ein Reh in einem Alligator. Alligatoren können eine beeindruckende Größe erreichen. Ein beinahe 500 Kilogramm schwerer Alligator, der in Alabama gefunden und getötet wurde, ist aber selbst unter den Nachfahren der Dinosaurier eine Besonderheit.
Als man das Tier schließlich zu einem Arzt brachte, um es fachgerecht aufschneiden zu lassen, offenbarte sich ein ganz eigenes Innenleben im Magen des Reptils. Da waren unter anderem die Überreste von einer üppigen Speise mit Eichhörnchen und anderen Kleintieren zu finden. Aber viel beeindruckender war ein ganzes Reh, das sich im Magen des Alligators finden ließ. Das Reh selbst war nicht weniger als 50 Kilo schwer und wurde anscheinend von dem Alligator im ganzen Stück verspeist. Die Knochen konnten beinahe intakt entnommen werden, was darauf hindeutete, dass das Tier vor weniger als 2 Wochen vom Alligator verspeist wurde und seitdem wohl einige Probleme mit der Bewegung verursacht hat. Ein weiterer Beweis dafür, welche Kraft diese majestätischen Tiere haben und zu welchen Dingen sie bei ihren Raubzügen in der Lage sind. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Was für ungewöhnliche Fälle mit Funden in Tieren sind euch noch bekannt und vor welchem der erwähnten Tiere habt ihr den größten Respekt? Schreibt's in die Comments, wir sind gespannt.